Ja, hey Leute und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, wie viele sich wahrscheinlich schon gewundert haben, weshalb ich seit 5 Monaten kein neues Video mehr gedreht hat, hat einfach folgenden Grund und das möchte ich euch jetzt aber in einem Video hier erklären. Denn ich habe einfach den Spaß und Motivation und alles an Schleich einfach verloren. Und ich würde ja gerne weitermachen, aber ich möchte einfach nicht unmotiviert Videos drehen, denn dann kommt es auch nicht so gut rüber und es ist einfach nicht mehr dasselbe wie vorher. Deswegen bin ich nach langem Überlegen zu dem Entschluss gekommen, aufzuhören. Ich weiß, es ist für den einen oder den anderen jetzt richtig enttäuschend. Ich weiß für mich eigentlich auch, weil ich auch sehr lange an meinem Schleich gehängt bin. Und mir tut es auch so unglaublich leid, auch für die Leute, die noch Fanpakete geschickt haben und alles. Ich habe natürlich alle bekommen und mir alle Briefe angeschaut und ich finde die echt super lieb und super süß. Also wirklich echt lieben Dank an alle. Und ich möchte auch nochmal Danke sagen an alle, die mich bis hier unterstützt haben. Denn ihr wart wirklich so eine tolle Community und habt mich wirklich immer supportet. Und dank euch habe ich auch so viel erreicht. Und natürlich bleiben meine ganzen Videos auch online. Das heißt, ihr könnt sie euch jederzeit ansehen. Vielleicht werde ich mal demnächst mal wieder ein Video posten, denn ich habe ein paar vorgedreht. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich noch welche habe. Ich kann mal schauen, ob ich noch welche habe. Dann, wenn ich sie habe, dann kann ich sie auch posten. Also, falls ihr das natürlich wollt. Ich werde auch immer mal in die YouTube-App reinschauen und auf eure Kommentare auch antworten. Das habe ich in den letzten Monaten jetzt nicht gemacht, aber ich versuche alles nachzuholen. Also, ich werde eure ganzen Kommentare wieder liken und auch versuchen zu beantworten. So, der ein oder andere stellt sich jetzt vielleicht die Frage, was mit meinem ganzen Schleich passiert. Ja, wie viele auch wissen, hatte ich ja habe ich ein zweites Zimmer und da war mein ganzes Schleich drin. Und das möchte ich jetzt umbauen zu einem Ankleidezimmer. Ja, denn sonst ist dieser Platz einfach verschwendet und das Schleich werde ich auf eBay Kleinanzeigen verkaufen. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, denn ich werde wahrscheinlich sehr coole Sets zusammenstellen. Aber Snow und so werde ich jetzt nicht verkaufen, denn die liegen mir noch sehr am Herzen und die werde ich halt nicht verkaufen. Aber so hier dieses Set, also das hier zum Beispiel werde ich verkaufen. Das wird auch bald auf eBay Kleinanzeigen sein. Also hier zum Beispiel, guckt mal. Ich habe jetzt hier so alles so aufgebaut, also mit den Hintergründen, damit es halt schön aussieht für Fotos. Und hier habe ich halt mein ganzes Schleich und so und ich werde da halt so Sets zusammenstellen. Und dann schaue ich noch wegen den Preisen und so. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn der ein oder andere mal vielleicht vorbeischaut und vielleicht irgendwas kauft. Ich werde auch Josie has Chic Love in den Titel schreiben, also dass es von mir ist, damit ihr das auch suchen könnt. Und so würde dann quasi ein Set aussehen. Das Ganze mache ich dann auch noch mit diesen Wagen mit Hunden, mit so tropischen Tieren oder so, weiß ich nicht, wie man die nennt, der Stall auch, mit dem Arztwagen und hier so. Also einfach versuche ich alles in so Sets einzubauen mit Pferden. Also hier sind die ganzen Pferde und ich habe die extra so hingelegt, damit sie keine Macken bekommen. Ich habe mir dafür eigentlich voll Mühe gegeben, aber egal, ja. Und quasi, also die Pferde verkaufe ich nicht. Also Snow werde ich auf keinen Fall verkaufen. Bei ihr bin ich mir noch nicht sicher und bei Polly und Toffee auch. Aber ihr könnt ja mal schauen. Übrigens verkaufe ich auch meine Briar. Also einmal Rhapsody, Snowman und Frankel. Und die sind auch drin. Genau. Also wie gesagt, es tut mir so unglaublich leid. Und auch, dass ich mich diese ganzen 5 Monate einfach nicht gemeldet habe. Ich hätte euch einfach Bescheid geben müssen, und euch nicht so lange warten lassen sollen. Aber ja, jetzt ist hier die Erklärung lieber jetzt wie nie. Ja, ich hoffe, ihr könnt meine Entscheidung nachvollziehen und verstehen.
Und ihr seid mir nicht allzu böse. Aber ich würde mich trotzdem noch freuen, wenn ihr meine Videos anschauen würdet oder auch kommentieren, denn darüber freue ich mich auch immer. Und ich habe mir halt auch in diesen, ich glaube, das waren 3 Jahre auch, richtig Mühe gegeben. Also würde ich mich echt freuen, wenn ihr immer noch leicht ab und zu mal ein Video schauen könntet, auch wenn ihr das schon mal gemacht habt. Aber ja, es würde mich immer noch glücklich machen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn der ein oder andere auch irgendwie was kauft. Denn es sind ein paar echt coole Sachen dabei, also richtig, richtig. Und ich hoffe, es ist damit jetzt geklärt, wieso nichts kam. Ja, es wäre schon echt schade, wenn ihr mir irgendwie entfolgen würdet oder so. Aber ja, ist ja eure Entscheidung. Also ja, also wie macht es einfach, wie ihr wollt. Es ist halt schon ziemlich traurig zu sehen, dass dann auf einmal alle weggehen, wenn man aufhört halt. Aber ich kann es auch verstehen, so, ja. Naja, ich glaube, ich muss mich jetzt wirklich von euch verabschieden, so leid es mir auch tut. Es ist halt schon krass, weil dieses Schleich hatte ich schon ewig und es ist schon schwer, mich davon zu trennen, auch von diesem YouTube-Kanal. Aber ja, es war echt eine tolle Zeit mit euch und ich werde das echt nie vergessen. Auch die Personen, die ich dadurch kennengelernt habe, zum Beispiel Serafin, also liebe Grüße gehen auch raus an dich. Und natürlich die liebe Emma. Und ich habe mich jetzt auch letztens erst wieder mit Emma getroffen. Ich habe mich jetzt 3-mal, glaube ich, mit ihr getroffen und es hat auch immer richtig Spaß gemacht. Und es ist schon krass, dass ich durch YouTube so tolle Freunde auch gefunden habe und dafür bin ich den Leuten auch super dankbar. Und dann hätte ich noch eine Bitte an euch. Bitte schickt keine Fanpakete mehr, denn das wurden jetzt auch zu viele und ich könnte jetzt eigentlich nichts mehr mit den Sachen anfangen. Es war immer richtig schön, eure Fanpakete auszupacken und sie zu sehen und einfach diese ganzen Briefe zu lesen. Aber irgendwann ist es auch mal ein Ende. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht allzu böse. Aber ja, dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Habt Spaß und ja, ist schon krass, so letzte Video vielleicht. Vielleicht werde ich mal einen anderen YouTube-Kanal aufmachen. Ich bin mir aber da auch noch nicht sicher. Aber ja, es ist schon krass, so jetzt Tschüss zu sagen. So, ja, weil ich werde euch jetzt eigentlich, so auf diesem Kanal werde ich vielleicht noch, wie gesagt, alte Videos posten, also die ich vorgedreht hatte. Und ja, aber ich glaube auch keine neuen mehr. Ja, dann würde ich sagen, tschüss. Ja, ist schon krass.